Mahlzeit, Freunde. Eignet sich eine Harley-Davidson als Anfängermotorrad? Dieser Frage möchte ich heute mal auf den Grund gehen, denn das wurde mir unfassbar oft gestellt in den YouTube-Kommentaren, auch per Instagram-Nachricht, haben sehr, sehr viele von euch gefragt, ob eine Harley-Davidson und vor allem meine Lowrider S auch ein Motorrad ist, was für Fahranfänger oder Leute, die von einer anderen Marke auf Harley umsteigen wollen, Sinn macht. Dem Ganzen möchte ich heute auf den Grund gehen. Wir holen ein bisschen weiter aus. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte dazu, die diese Frage auf jeden Fall beantworten wird. Und wir gehen darauf ein, ob Harley Davidson für Anfänger geeignet ist, welche Harley Davidson am besten für Anfänger geeignet ist, ob ich dieses Motorrad für einen Fahranfänger empfehlen würde und was vielleicht, sage ich mal, euch diese Entscheidung einfach machen kann. Wir schwingen uns wie immer aufs Bike, drehen eine Runde und beantworten die Frage auf der Straße. Ich wünsche euch viel Spaß. Welche Harley Davidson eignet sich am besten für Anfänger? Und eignen sich Harley-Davidson-Bikes überhaupt für Fahranfänger? Kurze Story am Rande. Ich bin ja tatsächlich erst 26 Jahre jung und habe dementsprechend auch noch nicht so lange meinen Führerschein. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Ich habe meinen Führerschein erst vor 2 oder 3 Jahren gemacht, da ich einfach gesagt habe, ich warte, bis ich direkt den offenen A-Schein machen kann. Ich hatte vorher eh keine Kohle, um mir irgendwie dann ein Bike zu kaufen und habe gesagt, okay, komm, du sparst dir den Stress mit 2-mal Prüfung und 2-mal Gebühren für eine Prüfung, sparst dein Geld und machst dann halt im Endeffekt, einmal die Prüfung und holst dir dann direkt ein Motorrad. So habe ich es auch gemacht. Das Ganze war allerdings so, dass ich damals schon diese Instagram-Geschichte gemacht habe und kurz bevor ich fertig war mit dem Motorradführerschein, habe ich eine Anfrage von Harley-Davidson Deutschland bekommen, ob ich nicht auf der Road to Wacken Tour, ich glaube es müsste 22 gewesen sein, mitfahren möchte. Das heißt 900 Kilometer Roadtrip durch Deutschland mit Ende auf dem Wacken Festival. Da meine Lieblingsband Slipknot Headliner war, konnte ich mir das Ganze natürlich absolut nicht nehmen lassen, habe das einfach zugesagt in der Hoffnung, dass ich meinen Motorradführerschein rechtzeitig fertig kriege. Das Ganze lief dann so, dass ich eine Woche vor dem Start der Tour fertig war mit dem Schein. Hatte damals schon meine Kawasaki V800 gekauft und umgebaut in der Zwischenzeit. Und dementsprechend eine Woche nach Ende der Fahrschule direkt 900 Kilometer Tour mit Harley Deutschland. Das Ganze war so, ich habe eine Road King gestellt bekommen. Ich wusste vorher nicht, welches Bike. Road King Touring Maschine, natürlich auch nicht die leichteste. Hatte ich natürlich direkt erstmal richtig Arschwasser, ob ich das hinkriege, ob ich das wegschmeiße oder was weiß ich. Ne? Ich natürlich dann einfach in Zug gesetzt, nach Frankfurt gefahren und die Tour gestartet. Und ich sage euch ehrlich, es war eine absolut geile Tour und es war absolut easy, diese Road King zu fahren, selbst als Fahranfänger. Und ich habe super viel Erfahrung für meine Motorradlaufbahn dort gesammelt auf diesen 900 Kilometern und habe mich nach dem ersten Tag mit der Road King schon sowas von sicher gefühlt und es hat sich angefühlt, wie als wäre ich schon 1000 Kilometer gefahren. Also wirklich hammergeil. Und da war mir schon klar, dass es irgendwie gar nicht so richtig eine Anfänger-Harley oder ein Anfänger-Motorrad gibt. Und jetzt, sage ich mal, als diese Frage nochmal gekommen ist unterm Video, also ich habe mir, ich habe ja meine Harley-Davidson Lowrider S hier vorgestellt und da kam dann die Frage unterm Video, ob die sich auch für Anfänger eignet. Da habe ich über diese Frage nochmal nachgedacht, habe mich an diese Story mit der Road-to-Wacken-Geschichte erinnert. Und ich glaube, ich kann euch relativ einfach zusammenfassen, welche Harley für euch oder für einen Anfänger am besten ist. Und zwar setzt sich das Ganze aus 3 verschiedenen Punkten zusammen. Es ist immer ein Dreieck. Der erste Punkt ist euer persönlicher Geschmack. Wenn ihr eine Traum-Harley habt, dann werdet ihr euch mental schon so darauf einstellen können und so eine Motivation haben, dieses Dingen, ja sag ich mal, fahren zu können, dass das immens hilft, weil viel passiert einfach im Kopf, wenn ihr euch sicher fühlt und sonst was, ne? Zweiter Punkt ist definitiv eure körperlichen Voraussetzungen. Natürlich, wenn ich 1,60 Meter groß bin und ich möchte unbedingt eine Streetglide fahren als Fahranfänger, wiege vielleicht selber nur 60 Kilo, dann könnte das schwierig werden. Wenn ich aber 1,85 Meter groß bin, 90 Kilo wiege, stabiler Typ bin oder so, dann ist das eigentlich kein Problem als Fahranfänger eine Streetglide zu fahren, weil wenn die Dinger einmal rollen, dann sind das super einfach zu bewegende Fahrzeuge. Ne, also die Leute stellen sich das echt immer schwerer vor, als es ist, wenn sie noch nie gefahren sind. Der dritte Punkt und auch meiner Meinung nach für Fahranfänger meistens der relevanteste Punkt ist einfach das Budget. Das heißt, die meisten Leute, die ihren Führerschein machen, sind vielleicht noch jünger, so wie es auch bei mir der Fall war und haben gar nicht die Kohle, jetzt 25.000 Euro für eine Lowrider S oder so hinzulegen. Und dementsprechend wäre dann eine Harley für euch nicht das richtige Anfängermotorrad. Wenn ihr aber die Kohle habt, dann natürlich schon. Das heißt, wenn ihr diese 3 Punkte quasi beachtet,
dann setzt sich daraus das perfekte Anfängerbike für euch zusammen. Es kann sein, dass es eine Harley ist, es kann aber auch sein, dass es so wie bei mir vielleicht erstmal eine Kawasaki V1800 zum Beispiel ist. Die kriegt ihr nämlich dann umgebaut mit geilen Sachen, vielleicht schon für 5000 Euro. Ne? Also da muss man halt immer schauen. Man kann ja auch, ich sag mal so, gibt ja so einen alten Spruch, man fängt ja auch nicht an zu rennen, bevor man laufen kann. Deswegen lasst euch Zeit, es muss nicht direkt eine Harley sein. Wenn ihr natürlich das nötige Kleingeld habt, dann könnt ihr natürlich auch direkt auf Harley gehen. Als Beispiel gute Anfängerbikes, gerade für Leute, die vielleicht, wo fahren wir denn jetzt hier überhaupt lang? Gerade für Leute, die nicht so mega groß sind wie ich jetzt vielleicht, sind natürlich die alten Sportster-Modelle, sprich 48, Iron 883, vielleicht eine alte 72 oder so. Das sind super geile Bikes, die ein bisschen günstiger sind als vielleicht jetzt sowas hier und dementsprechend vielleicht ganz attraktiv. Andererseits könnt ihr natürlich auch gucken nach zum Beispiel Dyna Street Bob Modellen oder sowas halt, ne, wenn ihr ein bisschen größer seid. Da müsst ihr einfach mal schauen. Oder auch ältere Softail Modelle. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Aber grundsätzlich sei gesagt, dass jede Harley auch vom Fahranfänger gefahren werden kann. Das ist immer ganz individuell zu betrachten. Mein Angebot an jeden von euch: Macht euren Führerschein fertig, kommt zu uns nach Harley Bielefeld, fahrt ein, zwei Modelle, die es euch angetan haben, Probe, und dann werdet ihr schon merken, ob das was für euch ist oder nicht, ob ihr euch sicher fühlt oder nicht. Und das ist der beste Weg, dass man das einfach wirklich, ich sage mal, einfach stumpf austestet. Ne? Und dann habt ihr ja auch quasi nichts zu verlieren, habt kein Risiko, und das ist, glaube ich, immer der beste Weg. Dementsprechend hoffe ich, dass die Frage einigermaßen zufriedenstellend beantwortet ist. Wenn ihr andere Fragen habt zum Thema Harley-Davidson, zu meiner Loretta S oder zum Motorradfahren allgemein, schreibt die Fragen gerne in die Kommentare. Wenn das was ist, wo ich denke, da kann man ein ganzes Video drüber machen, so wie jetzt eben zu diesem Thema, dann mache ich das gerne, weil ich finde hierzu, ja, die Leute haben halt oft eine falsche Ansicht und ich hoffe, dass ich die jetzt in diesem Video vielleicht ein bisschen nehmen konnte. Dementsprechend, ja, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wäre sehr interessant für mich zu wissen. Welche Motorräder waren eure ersten Bikes und mit wie vielen Jahren habt ihr euren Motorradführerschein gemacht? Weil durch die YouTube-Statistiken weiß ich ja, dass ich auch teilweise einige ältere Zuschauer habe und das wäre vielleicht ganz interessant. Wir beenden jetzt gleich das Video, aber wir verabschieden uns natürlich hier im Tunnel nochmal mit ein bisschen Sound. Geil, Alter. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin, wie gesagt, ja noch recht neu auf YouTube. Würde mich natürlich über euren Support freuen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, entspannten Abend noch und bleibt stabil. Mahlzeit, Freunde. Heute mal vor der vielleicht meistgehasstesten Harley-Davidson. Ich werde heute meine ersten Offroad-Erfahrungen mit diesen Dingen hier sammeln und ihr seid dabei. Stell mich mal jetzt hier lieber hin. Macht aber Bock, Alter, und die federt das echt gut weg. Wir fahren einfach... Boah, Alter, das war aber richtig sketchy. Ich bin fast weggerutscht, sage ich euch ehrlich.